kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Duckmobil. Genau, ihr fragt euch, wo seid ihr denn jetzt schon wieder gelandet? Wir stehen auf dem Wohnmobilstellplatz Willisee. Hinter mir habt ihr den Willisee. Der Willisee ist ein Wohnmobilstellplatz, den es schon seit vielen Jahren gibt. Der ein oder andere hat auch schon mal von ihm gehört und wir waren jetzt so neugierig, dass wir gesagt haben, jetzt fahren wir auch endlich mal dahin. Ich will den Willisee sehen. Und was soll ich euch sagen? Wir sind nicht enttäuscht worden. Ein liebevoll geführter Stellplatz inmitten wunderbarer Natur. Und dazu kann ich euch jetzt einiges erzählen und zeigen. Kommt einmal mit hier mit mir an und um den Willisee. Der Wohnmobilstellplatz Willisee liegt hier an der Züpftlicher Straße. Entweder kommt ihr aus der linken Seite von den Niederlanden kommt, da geht es nämlich nach Millingen in nur 3 Kilometern, oder ihr kommt von der rechten Seite von der Stadt Kleve, die nur 8 Kilometer entfernt ist. Den Rhein haben wir direkt da hinten. Von hier aus kannst du, ich denke mal, die Kamera fängt es nicht richtig ein, direkt den Rheindeich sehen und könnt dort wunderschön am Deich entlang Fahrrad fahren oder spazieren gehen. Ihr kommt hier angefahren. Der Willisee ist von der Straße aus auch schon mit dem ersten Schild ausgeschildert. Da müsst ihr auch abbiegen. Und dann kommt er nach 200 Metern und ihr kommt hier an die Einfahrt zum Wohnmobilstellplatz. Hier steht es ansonsten auch nochmal. Man spricht hier Deutsch und Niederländisch, also da wir hier nah an der Grenze sind, natürlich zweisprachig. Und auch alles, was da zu lesen gibt, ist in beiden Sprachen ausgeschildert. Solltet ihr hier spontan ankommen und der Wohnmobilstellplatz besetzt sein, erfahrt ihr es auch schon, bevor ihr hineinfahrt, weil dann steht das Schild so rum und ihr könnt direkt lesen, dass für spontan Anreisende leider nichts mehr frei ist. Ist das Schild andersrum gedreht, steht nämlich, dass ihr herzlich willkommen seid und euch anmelden könnt. Das steht hier auf der anderen Seite. Ich will es jetzt nicht umdrehen, damit ich nicht hier irgendwelche falschen Tatsachen herstelle. Wie komme ich ansonsten hier hin? Wie kann ich hier hin? Der Stellplatz kann man reservieren. Und es wird darum gebeten, ihn auch zu reservieren, was über das gut funktionierende Online-Portal auf der Homepage www.willisee.de wunderbar funktioniert. Es ist sehr einfach, die Menüführung ist für alle gut verständlich und wirklich kein Hexenwerk. So, dann sind wir auch schon hier auf dem Gelände und ich zeige euch mal auf dem Platzplan, wie es hier aussieht. Hier ist dann auch eine Handynummer, an der ihr anrufen könnt, wenn ihr spontan ankommt und noch Plätze frei sind. Ihr bekommt dann eine Info, wie es weitergeht, wie ihr euch dann anmelden könnt an der Rezeption. Das zeige ich euch aber auch jetzt gleich, aber vorher gibt es noch den versprochenen Platzplan. Hier haben wir unseren Platzplan. Ihr kommt hier angefahren. Hier haben wir praktisch auch schon alles, was wir benötigen. Fährentsorgung, Dusche, Spüle, Pipapo und Anmeldung. Und die verschiedenen Stellplätze, die sich hier um den See reihen. Und da der Platz sehr beliebt und heiß frequentiert ist, gibt es noch einige Plätze in zweiter Reihe und Ausweichplätze. Zeigen wir euch alles aber jetzt gleich im Detail. Hier haben wir dann auch noch mal die Informationsbroschüre mit allen wichtigen Informationen rund um den Willisee plus einer kleinen Informationsbrief, wie ihr hier vorgehen müsst, um euch anzumelden, wie das funktioniert mit der Anmeldung, mit dem Strom und so weiter. Und
Das zeige ich euch jetzt. Ihr parkt euer Wohnmobil, am besten hier vorne, und dann geht ihr zur Rezeption, weil sonst wisst ihr gar nicht, auf welchem Platz ihr steht. Ihr habt die Online-Reservierungsbestätigung erhalten. Dann geht ihr hier, wenn ihr angekommen seid, euch abgestellt habt, zu der Anmeldung an der Rezeption. Und hier in dem rechten Briefkasten findet ihr dann entsprechend einen Briefumschlag mit eurem Namen, eurem Ankunftstag und alles Weitere versteckt sich in dem Umschlag. Damit ihr jetzt einmal seht, wovon ich rede, zeige ich euch das mal mit unserem. Legt mal alles hier hin. Ihr bekommt einen solchen Umschlag und dort findet ihr dann nach etwas, vielleicht schön noch im Öffnen, wie ich es gemacht habe, alles Weitere, was notwendig ist. Ihr findet die Broschüre vom Willisee, die wir euch auch eben schon im Schaukasten gezeigt haben. Ihr findet noch einen kleinen Hinweis, dass ab jetzt Kurtaxe zu entrichten ist und bekommt entsprechend einen Quittungsbeleg für eure Verweildauer hier, die ihr dann entsprechend an eurem Wohnmobil anbringen könnt. So, das ist erledigt. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den Preisen. Und zwar, ich habe ja ganz vergessen, ich komme spontan hier an. Wie melde ich mich dann an? Sollten noch Plätze frei sein, also das Schild steht hinten nicht, wir sind voll, sondern andersrum. Und ihr könnt euch hier spontan niederlassen. Dann benutzt ihr den linken Briefkasten, wo dann auch weitere Formulare, jetzt gucken wir mal nach, ich weiß es nämlich nicht, drin sind. Ihr habt hier eine Info nochmal, wie es läuft, alles was auch im Schaukasten ist und entsprechend zu den Preisen den Beleg, den ihr dann nachher mit dem Geld entsprechend und auch für die, die gebucht haben natürlich, entsprechend mit eurem Obolus für die Verweilzeit hier befüllt. Und wenn ihr das gemacht und ausgefüllt habt, werft ihr das wieder hier in den Briefkasten ein. Gilt natürlich für beide, spontan wie die, die gebucht haben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ansonsten den Betrag, solltet ihr, was ja eigentlich nicht typisch ist, kein passendes Geld mithaben, zu überweisen. Dafür findet ihr hier auf dieser Tafel, die direkt neben dem Anmeldekasten steht, noch die Bankverbindung. Aber ich denke mal, Bargeld hat jeder mit an Bord. Kommen wir zu den Preisen. Der Stellplatz kostet pro Nacht 15 Euro und Strom mit 6 Ampere angesichert kostet pro Tag nochmal 3 Euro extra. Der Hund 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Bei den 15 Euro sind 2 Erwachsene inbegriffen. Kommen weitere Personen dazu, kosten diese, jetzt muss ich mal kurz gucken, Kinder ab 14 Jahre bzw. Erwachsene dann nochmal jeweils 2 Euro. 6 Minuten warmes Duschvergnügen kosten 1 Euro. Zeige ich euch aber gleich auch noch an der Dusche. Ja, und was haben wir noch? Anreise kann ab 12.30 Uhr erfolgen, Abreise bis 11 Uhr am Folgetag. Für die Abreise 11 Uhr am Folgetag gibt es noch die Möglichkeit, gegen den Aufpreis von 5 Euro eine Verlängerung für den Nachmittag mitzuerwirken. Da müsst ihr dann halt nur Bescheid sagen. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal weiter, was es hier noch alles so gibt. Der Wohnmobilstellplatz verfügt über 45 Stellplätze. Wir haben hier vorne 3 Notplätze, die nur belegt werden, wenn alles rappelvoll ist. Wir haben am Grillplatz, der hier vorne ist, den zeige ich euch gleich noch mal genauer, 5 Plätze, wo man in der Gruppe stehen kann, um den Grillplatz zu nutzen. Und die restlichen Plätze, 4 bis 40, rund um den See. Ich zeige euch erstmal den Grillplatz, damit ich nicht hin und her laufen muss. Hier, rund um diese Grillecke, haben wir 5 Stellplätze, die auch gut hat einer seine sein Dessertschälchen vergessen, die man auch gut als Gruppe nutzen kann. Für ein Gruppentreffen wunderbar, weil es gibt nämlich auch noch gleich, das zeige ich euch, einen guten kleinen Aufenthaltsraum drinnen wie draußen. Wir haben hier den großen Schwenkgrill, die Picknickgruppe
Und was ich nicht gesagt habe, alle Stellplätze verfügen über Strom. Hier ist nicht ein Platz, der keine Steckdose hat. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dann könnt ihr euch hier im Karree um diese kleine Grilloase platzieren, wenn ihr den nutzen möchtet. Ist doch eine gute Sache. Brennholz haben wir hier vorne auch zur Verfügung. Und dementsprechend fehlt nur noch das Grillfleisch. Dafür haben wir hier in 5 Kilometern einen Bäcker und einen Metzger, wo ihr das kaufen könnt. Im Ort selber, in dem Ortsteil Keken der Stadt Kleve, gibt es in 800 Metern 2 Bauerncafés, wo man lecker Kaffee und Kuchen essen kann. Es gibt eine Pizzeria in ungefähr gleicher Entfernung, die aktuell jetzt von Ende Juli bis Ende August Sommerferien hat. Und im Ort selber gibt es mein Highlight, den kleinen Käseladen. Und den zeigen wir euch in unserem zweiten Video, was wir ja immer zur Umgebung zum Stellplatz machen. Schaut mal in das Video hier rund um den Willisee, was wir euch auch gleichzeitig online stellen, wo wir euch zeigen, was ihr hier alles noch machen, erleben und unternehmen könnt. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Stellplatz. Hier vorne am Platzrand, nenne ich es mal, gibt es dann auch die Müllentsorgung. Einmal mehrere Kisten, um euer Altglas zu entsorgen, einen Container für den Restmüll und den kleineren 5 Papier und Pappe. Da ist genügend Platz, also nach dem vollbelegten Wochenende, wir haben jetzt Sonntagnachmittag, es war komplett ausgebucht, ist da noch Platz im Container und es ist auf dem gesamten Platz, und das muss ich sagen, pico pico bello sauber, alles gepflegt, Rasen super gemäht, also das ist hier alles 1A sauber. Und wo wir schon mal beim Loben und 1A sind, es ist sehr, sehr ruhig hier. Klar, hast du hier schon mal, dadurch, dass wir ja in der Landwirtschaft und in der Natur stehen, das ein oder andere Geräusch. Es kann mal eine Gans schnattern, es kann mal ein Traktor vorbeifahren. Wir haben gerade Erntezeit, dann fährt abends um 10 Uhr hier vielleicht auch noch mal ein Mähdrescher vorbei. Aber den beleuchtet zu sehen, wenn der hier mit Karacho vorbeifährt, ist auch ein Erlebnis. Also von daher, du kannst hier den ganzen Tag sitzen und was sehen. Wunderbar. Und eine Kirchenglocke, die läutet auch. Und zwar sonntags mittags um 12 auf jeden Fall. Und heute Morgen um 9, glaube ich. Ne? Da war nämlich Messe. Das müsst ihr natürlich mit einkalkulieren. Aber wenn ich mich schon für einen in der Natur gelegenen Platz entscheide, denke ich, weiß ich das. Ansonsten ständig ja in der Stadt. Und da habe ich ganz andere Geräusche. Wir haben hier vorne auch direkt am Einfahrtbereich eine gut anfahrbare Grauwasserentsorgung. Zum Freude meines Mannes habe ich jetzt das richtig gesagt, wo ihr dann mit eurem Wohnmobil anfahren könnt. Und daneben haben wir die Frischwasserversorgung. Habe ich diesmal auch richtig gesagt, ja, er macht da hinten komische Faxen hinter der Kamera, wo ihr dann Frischwasser zapfen könnt. Gegen die Gebühr von 10 Cent für 10 Liter. Dazu einfach den Betrag, den ihr an Wassermenge benötigt, oben in Münzen einwerfen. Die gängigen Münzen von 10 Cent bis 1 Euro sind möglich. Und dann könnt ihr auch schon Wasser nutzen. Chemietoilette bitte hier nicht entsorgen, wer auf die Idee kommen sollte. Die haben wir an anderer Stelle angebracht. Ach, wo vom Wasser? Komme ich gerade auf die Idee, ich weiß nicht, denke gerade an Frost oder so. Der Wohnmobilstellplatz ist vom 1.12. bis 31.01. jedes Jahr im Winterschlaf. Da könnt ihr nicht hierher fahren, aber ansonsten ist immer noch in 10 Monaten für euch die Möglichkeit hier offen, diesen schönen Platz zu besuchen. Alfred, nein, du kannst jetzt keinen Traktor fahren. Ich will auch keinen Traktor fahren. Da steht Campingtoilette. Genau. Hier hinter entsprechendem Sichtschutz könnt ihr eure Chemietoilette bequem und trocken entleeren. Da ist ein praktischer Ausguss. Ihr hebt an der Kette den Stöpsel daraus und dann könnt ihr eure Toilette hier entleeren und bitte danach nochmal mit dem daneben befindlichen Schlauch alles schön nachspülen, damit der Nächste, der nach euch dran ist, nicht eure Rückstände sieht. Aber ich glaube, das muss ich nicht erklären. Dann haben wir hier auch schon die Toilette. Wir haben ja einen Wohnmobilstellplatz, das ist kein Campingplatz. Wir haben aber alle Annehmlichkeiten, die man vom Campingplatz her kennt, in der Funktionalität hier auch, für die, die es an Bord
aus welchem Grund auch immer, mal gerade nicht machen können. Von daher haben wir hier eine Toilette für die Dame, eine für die Herren. Immer sehr sauber, sehr gepflegt, alles da. Und funktionell und ja, an Seife und allem ist gedacht. Daneben das gleiche Spiel für die Herren. Auch hier alles sauber und ordentlich. Das wird täglich gereinigt und inspiziert. Haben wir selber mehrfach gesehen. Und da gibt es keine Beanstandungen. Dann haben wir gegenüber an dieser kleinen Halle noch ein Bad. Nochmal mit einem weiteren WC und einer großzügig bemessenen Dusche. Auch entsprechend behindertengerecht mit dem Sitzhocker und einem Waschbecken. Auch hier alles sehr sauber, sehr ordentlich und gepflegt. Da wir aber ja alle unser Bad an Bord haben, sehe ich das als Ausweichmöglichkeit, wenn aus irgendeinem Grunde auch immer die Funktionalität im Wohnmobil nicht gegeben sein sollte oder eure Mitreisenden stundenlang das Klo besetzen. Spreche ich da aus Erfahrung? Nee, du hast für mich gesprochen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe. Alfred schneidet das bestimmt wieder raus. So. Dann habt ihr hier vorne auch noch zwei Spülmöglichkeiten, wo ihr euer Geschirr abwaschen könnt. Es ist an der Seite hier kein Trinkwasser. Hier ist auch Trinkwasser. Wobei ihr beachten müsst, dass kein Warmwasser zur Verfügung steht, wenn im Moment geduscht wird, weil es eine Wasserleitung ist. Da zapft ihr nämlich einer dann vorher das warme Wasser weg. Aber das kennen wir ja auch aus dem Wohnmobil unter Umständen, wie die Wasserleitungen laufen. Und jetzt kommt ein Bonbon. Das finde ich mega. Alfred dreht sich jetzt ganz langsam einmal um und zeigt mal das Blockhaus. Ja, so langsam auch nicht. Die schalten ja ab, bis du fertig bist. So, und da ist das Blockhaus. Das Blockhaus ist richtig mega und auch abends noch schön beleuchtet. Ihr habt hier eine wunderschöne Außenterrasse mit den Sonnenschirmen, wo ihr auch mal bei einer kleinen Schauer oder bei zu viel Sonneneinstrahlung wunderschön sitzen könnt. Wir haben dann hier nochmal einen Loggia-Bereich, wo ihr überdacht sitzen könnt. An einem wärmenden Ofen ist gedacht, wenn ihr hier in den Winter- oder kühleren Jahreszeiten eine Zeit verbringen wollt. Wir haben eine Büchertauschecke und hier zum Beispiel, zeig mal, das Bild vom alten Betreiber, wie er angefangen hat, aus diesem Weiher einen Wohnmobilstellplatz anzulegen. Da kann ich direkt sagen, die Stellplätze sind verdichtet. Es sind so Art Kunststoffmatten im Rasen eingearbeitet, wodurch sich eine gute Dichte des Bodens ergibt. Ganz kurz zum Wohnmobilstellplatz. Betrieben wird er momentan von Jan van Betum, der das vor einigen Jahren übernommen hat. Der Platz ist seit vielen Jahren, seit fast zwei Jahrzehnten in Familienbesitz und das spürst du hier an jeder Ecke. Es ist sehr familiär. Der Jan macht das großartig mit seiner Mutter. Es ist hier sehr viel Herzlichkeit am Platz. Er kommt auch immer einmal am Wochenende, zumindest, ich kann jetzt nur für den Samstag, Sonntag sprechen, rund, guckt, ob alles bei jedem in Ordnung ist, ob es Probleme gibt und ist telefonisch erreichbar. Der Platz ist picobello sauber. Er ist mega und es ist hier wirklich wieder so eine Oase der Wellness für die Seele, wo ich sage, da kannst du hinfahren, da kannst du eintauchen, da kannst du abtauchen, da kannst du es dir gut gehen lassen. Da brauchst du einfach nichts zu tun und hast trotzdem eine wunderschöne Zeit. Tja, wenn ich jetzt schon so eine tolle Sitzgelegenheit habe, wo kriege ich denn die Getränke her? Schauen wir mal, was wir machen, wenn es noch schlechteres Wetter gibt, dann gehen wir in die heiligen Hallen. Hier haben wir noch mal eine schöne Innenraum-Sitzmöglichkeit, wieder mit Heizung, mit einem Fallschirm, mit einem großen Fernseher. Ich denke da mal an Public Viewing, was wir hatten.
Und dann haben wir hier einen großen Kühlschrank, wo ihr eigentlich für jeden Geschmack etwas findet, das ihr dann gegen entsprechendes Kleingeld erwerben könnt. Dafür steht die Geldkassette im Kühlschrank und nicht dran ziehen, wie dumm. Hier ist so eine kleine Scharre, die ihr erstmal aufklappen müsst, bevor ihr den Kühlschrank öffnen könnt. Also nicht wie ich gestern versuchen, hier einen Kraftakt loszuwerden. Und dann könnt ihr euch hier bedienen. Leergut stellt ihr in den Kästen, die hier nebenstehen, einfach wieder ab. Und dann, ups, was haben wir denn da? Haben wir noch eingeweckte Fleischkonserven von der Metzgerei Quartier, die mich richtig neugierig gemacht hat. Und was ist? Die eingelegte Currywurst ist natürlich ausverkauft. Aber hier gibt es so Klassiker. Wir sind ja hier mehr oder weniger im Rheinland. Möhreneintopf mit Frikadellen oder Gulasch. Putengeschnetzeltes in verschiedenen Varianten. Zu sehr moderaten und guten Preisen, da kannst du nichts gegen sagen. Also wer jetzt auch vorhat, oh, ich habe gar nicht eingekauft, die 5 Kilometer will ich auch nicht fahren, wobei in 3 Kilometern in Millingen haben wir einen Aldi, wäre auch machbar. Nee, ich will jetzt nicht aufs Rad oder wie auch immer, kann hier schnell noch sich ein leckeres Mahl zubereiten, weil das sieht echt einladend aus. Hier stehen dann auch die Preise nochmal und die Kontaktadresse, falls ihr Nachschub braucht und sagt, das war jetzt so lecker, da fahre ich morgen hin und hole mir noch was. Pizzataxi kommt auch hier bis ans Gelände und in Rindern haben wir noch, genau, die Fahrradschraube haben wir auf dem Hinweg gesehen. Solltet ihr Probleme mit eurem Fahrrad haben, der Laden sah gut aus. Der war super besucht. Macht einen modernen, aber auch sehr erfahrenen Eindruck. Können wir da auch nur empfehlen. Ja. Dann gehen wir jetzt noch mal auf unsere Parzelle und zeigen euch noch das mit dem Strom. Ich sitze. Genau, eigentlich wollte ich euch ja jetzt den Strom zeigen, aber mir ist dann aufgefallen, ich bin hier so in einem Entschleunigungsmodus diesmal geraten, dass ich vergessen habe, die Hälfte zu erzählen. In den 15 Euro sind natürlich auch enthalten das gut funktionierende WLAN, die Entsorgung, dass ihr das spülen könnt und die Müllentsorgung, also von daher, und die Grauwasserentsorgung. Also das ist im Stellplatzpreis natürlich mit enthalten und kommt nicht on the top dazu. Es gibt auch keine Müllpauschale oder so, wie bei einigen jetzt kommt. Eure Hunde sind hier erlaubt, müssen aber auf dem gesamten Gelände an der Leine geführt werden, auch vor dem Wohnmobil. Den wunderschönen See, den dürft ihr euch angucken, aber Angeln, Brötchenfarm, Schwimmen und so ähnliches ist nicht gestattet. Dann haben wir vielleicht noch was vergessen. Ich schaue jetzt einfach mal ungeniert auf meinen Zettel. Alfred hatte eben die glorreiche Idee, dass ich mir das demnächst etwas ordentlicher aufschreibe. Die war nicht schlecht. Auf Anfrage, und das ist jetzt wichtig, könnt ihr auch fragen, ob ihr mit eurem Wohnwagen hier stehen dürft. Aber da müsst ihr anfragen. Das kommt, denke ich mal, auf die Belegung und so weiter an. Aber ja, du hörst richtig. Das ist ein Fissel. So, ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar da lassen. Kennt ihr ein Video von uns, das ohne Regen ist? Ich glaube, ich nicht. Das gibt's doch nicht. Ey, heute war strahlender Sonnenschein angesagt. Hm. Und ja, dann könnt ihr hier auch eventuell mit dem Wohnwagen stehen. Ist auf jeden Fall kein No-Go und besteht die Möglichkeit, dass ihr es könnt. Wenn ihr hier steht, bitte keine Teppiche auslegen, ansonsten sähe der Rasen nicht aus, wie er jetzt aussieht. Und Klima- und Heizgeräte sind genauso unerwünscht. Was ich verstehen kann, wir haben oft, gerade in den kalten Monaten, auf Stellplätzen gestanden, wo der ganze Strom immer wieder weg war, weil da so viele Heizgeräte angeschlossen waren. Und das ist nicht lustig, wenn dann plötzlich gar nichts mehr geht. Im Winter geht es ja noch, wenn du den Kühlschrank über Strom laufen hältst. Aber das Gleiche bei Klimageräten, wenn dann so 40 Wohnmobile plötzlich keinen Strom mehr haben und alle Kühlschränke bei 30 Grad aus sind. Ist nicht zur Freude deines Nachbarns. Ich habe jetzt alles von meinem Zettel gesagt und dann kann ich euch endlich den Strom zeigen. So. Die Parzellen sind ausreichend groß und ihr steht hier in dem Teil längs am See entlang da vorne mit der Schnauze nach vorne. Eure Parzelle ist markiert mit diesen nicht so übersehbaren Hinweisschildern und
immer einmal Pfeil nach rechts, von der anderen Seite Pfeil nach links, dass ihr seht, bis wo ihr stehen könnt und keiner dann irgendwelche Ansprüche auf eventuelle Grenzen hat. Der Maulwurf hat aber jetzt, oder sind das Ameisen? Ameisen. Der hat die Stiege zugebuddelt. Es gibt hier vorne an der Stelle noch einen kleinen Steg und natürlich an die Sicherheit ist gedacht, rund um den See hängen entsprechende, wie heißen die, Rettungsreifen aus, falls doch mal ein Malheur passiert. Wir hatten hier auch gesehen, es kann immer mal schnell, dadurch, dass es ein bisschen abböschig ist, sein, dass man umknickt oder sonst was und vielleicht ein Bierchen zu viel unfreiwillig baden geht. Defibrillator haben wir auch vorne. Ich habe ihn gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Vorne an der Anmeldung in der Gegend hängt auch natürlich der Defibrillator, der nicht fehlen sollte. Jetzt gehen wir noch an den Stromkasten. Und in der Yachtenbude steht auch einer. Ja, dann war der da. Irgendwo hatte ich ihn gesehen. Mal gut, dass Alfred mit ist. Ich würde euch teilweise Blödsinn erzählen. Die Stromkästen sind beleuchtet. Der Platz über die großen Laternen hier oben ist auch beleuchtet, aber nicht die ganze Nacht durchweg. Und solltet ihr nachts mal aus irgendeinem Grunde die Toilette, die Chemietoilettenentsorgung aufsuchen müssen, gibt es dort einen Bewegungsmelder, der euch das Licht wieder anmacht. Feuerlöscher sind entsprechend auch in ausreichender Zahl vorhanden. Und hier haben wir dann die jeweiligen 4 Stromanschlüsse, 6 Ampere, habe ich schon gesagt, und den Sicherungskasten dazu. Braucht man nicht weiter was zu erklären. Alles ordentlich, relativ neuer Stand und sicher und sauber verdrahtet, angeschlossen, wie auch immer. Ja, hier vorne haben wir noch eine Picknick-Ecke unter dem kleinen Rondell, wo man sich dann auch ein schattiges Plätzchen suchen kann. Schlafen. Ach so. Hier ist es so verträumt. Ja, an der Stelle sind wir schon wieder am Fazit zu unserem Stellplatzvideo. Als erstes kann ich aber nur sagen, lieber Jan, liebe Mutter von Jan, an euch einen ganz, ganz großen Dank, dass ihr uns hier diese wunderbare Oase zur Verfügung stellt und erhaltet. Es ist wirklich ein Platz zum Wohlfühlen, zum Abschalten, zum Aushalten, zum Verlängern. Wir haben das Wochenende mega genossen und eigentlich bin ich immer einer, der sagt, boah, ich will aber jetzt Fahrrad fahren, ich will weg. Hab ich hier nicht. Sitzen bleiben, genießen, aufs Wasser gucken. Schöner kann es nicht sein. Und von daher kann ich nur sagen, ganz, ganz lieben Dank für das, was hier eure Familie erschaffen und erhalten hat. Und wir kommen definitiv noch einmal wieder und werden jedem sagen, wenn er nicht weiß, wo er hinfahren soll, fahrt an den Willisee. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nur top. Alfred, mal was schneller. So, volle Punktzahl von uns und volle Sympathie für das, was wir hier haben, den Willisee. Wir sagen an der Stelle wieder danke fürs Zuschauen. Bleibt dran. Mal gucken, ob wir nächste Woche wieder so einen kleinen Ort, wie wir hier für euch vorgestellt haben, im Gepäck haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.